Danke, Alfred. Derek. Nein, nein. Lass gut sein, Cassie. Sag nichts. Danke, dass du nochmal zu mir gekommen bist. Wollen Sie verreisen, Mr. Griffin? Was soll das? Ruhe. Was wollen Sie? Bitte, ich tue bloß meine Pflicht. Mr. Griffin, es sieht so aus, als müssten wir Sie erneut in Gewahrsam nehmen. Ihr Freund, der Bezirksstaatsanwalt, hat anscheinend, um Sie freizubekommen, einmal zu viel seine Beziehungen spielen lassen. Dieses Mal werden Sie keine Möglichkeit haben, sich Ihrer Bestrafung zu entziehen. Informieren Sie ihn über seine Rechte. Warten Sie, es muss sich um einen Irrtum handeln. Schon gut, Cassandra. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wirklich nicht. Die Sache wird sich bald aufklären. Alfred, seien Sie so gut und bringen Sie Cassie zu Ihrem Bad. Ja, sofort, Sir. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Nein, ich fürchte nicht, Alfred. Meine Vergangenheit hat mich eingeholt. Sie haben recht behalten. Nur wird es diesmal wohl keine Gnadenfrist geben. Entschuldigen Sie. Ja, Sir. Da bist du ja endlich. Ich war schon beunruhigt und hatte befürchtet, deine neue Uhr geht womöglich falsch. Tja, die Zeiger sind kaum zu erkennen wegen der vielen funkelnden Diamanten. Dachtest du, ich würde dich den Wölfen überlassen? Keine Sekunde, obwohl ich weiß, dass dein Herz nicht wirklich an der Sache hängt. Mein Herz wird's überleben, dass ich dir zur Seite stehe, war ernst gemeint. Ich möchte dich nur darum bitten, die Aktionäre nicht zu beleidigen. Es muss nicht sein, dass dein Vater sich aufregt. Hältst du mich etwa für so vergnügungssüchtig, Vater, absichtlich zu verärgern? Das geht von ganz allein, das musste ich noch nie. Du neigst zur Selbstzerstörung, jedenfalls manchmal. Glaub mir, ich werde ein Gastgeber wie aus dem Bilderbuch sein. Mach's dir doch inzwischen bequem. Ich möchte einen letzten Blick auf den Tisch werfen. Ich komme mit. Wozu? Um alle scharfen Messer zu entfernen? Wenn mich ein scharfer Gegenstand in diesem Raum beunruhigt, dann deine Zunge. Ich werde sie im Zaum halten, solange die Gäste im Haus sind. Lassen Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Ich melde mich so schnell wie möglich. Vielen Dank für den Anruf. Du Mistkerl. Wie hast du das herausgefunden? Man merkt schnell, dass du ein Mistkerl bist. Den Brief meine ich. Ich weiß es eben. Was spielt denn das für eine Rolle? Und wie geht's mit uns weiter? Fabelhaft aus. Ja, nicht wahr? Aber das ist alles gar nichts im Vergleich zu dir. Es bedeutet mir viel, dass du da bist und mir hier durchhelfen willst. Ich weiß.
Sehr begeistert bist du immer noch nicht, hm? Ich will dich nicht anlügen. Nein, das bin ich nicht, aber wenn es so wichtig für dich ist, dann will ich dir auch helfen. Die Sache ist bei weitem nicht so schlimm, wie du glaubst. Ich hoffe, du hast recht. Jedenfalls hattest du insofern recht, dass es absolut keine andere Wahl gab. Sie sind ganz pünktlich. Ist das nun ein gutes Omen oder nicht? Nur eine Bestätigung dafür, dass deine funkelnagelneue Uhr richtig geht. Ein sehr gutes Zeichen. Gentlemen, guten Abend. Liebling, ich möchte dir gern zwei Geschäftspartner meines Vaters vorstellen, mit denen er seit Jahren zusammenarbeitet. Mr. Thomas, Mr. Havens. Und das ist meine Frau Julia. Guten Abend. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mrs. Capel. Nett, dass Sie gekommen sind. Und Sie wiederzusehen, Miss. Ist ziemlich lange her. Wir haben Sie unentwegt im Auge behalten, Miss. Das war ein Erlebnis für sich. Wo ist Ihr Vater? Tut mir leid, aber mein Vater ist am heutigen Abend verhindert. Er musste plötzlich die Stadt verlassen und hat mich gebeten, seine Vertretung zu übernehmen. Bitte, kommen Sie und machen Sie es sich bequem. Ich habe Edens Sendung gesehen. Steht CCs Abreise damit in Zusammenhang? Ja, so könnte man es wohl sagen. Was halten Sie davon, wenn wir ins Wohnzimmer gehen? Ich hörte, Sie wurden von der Anwaltskammer suspendiert. Zu dumm, dass so etwas geschehen musste. Eine üble Sache. Stimmt, das war Pech, aber es ist meinem Gefühl nach schon bald erledigt. Die Suspendierung war im Grunde nichts weiter als ein Verweis. Deshalb ist unser Antrag für die Wiedereinsetzung bereits in Arbeit. Da Sie bestrebt sind, das Bestmögliche daraus zu machen, ist verständlich, aber wenigstens haben Sie die Lizenz behalten. Nur, dass Sie Ihre Frau in so einen Schlamassel hineinziehen. Ja, wie... Mein Mann schon sagte, Mr. Havens, das war Pech, eine ziemlich dumme Sache, aber wir versuchen alles, um das hinter uns zu bringen und schnell zu vergessen. Um ihretwillen hoffe ich, Sie schaffen es. Solche Geschichten sind schwerlich wieder abzuschütteln. Selbst wenn Sie tot und begraben sind, trifft man Sie gelegentlich als Leiche in der Tiefkühltruhe oder Skelett im Kleiderschrank wieder. Wieso ist er denn so feindselig? Das liegt nicht an dir, sondern an mir. Wir sind vor 3 Jahren mal gewaltig aneinander geraten. Jetzt empfindet er offensichtlich bloß noch Verachtung für mich. Ich will verdammt sein, wenn ich noch wüsste, ob das berechtigt ist oder nicht. Aber du warst bereit, ihn zum Abendessen zu bitten. Ich hatte diese Sache vergessen. Glaub es mir. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mir Gesichter merken kann, aber die Namen vergesse. Jetzt hat's geklingelt. Na, fabelhaft. Aber jetzt ist sowieso alles egal. Das war während meiner Zeit des Weines und der Rosen. Vor allem des Weines. Großartig. Scheint ein prickelnder Abend zu werden. Naja, ich würde es als eine Art Götterdämmerung sehen. Nur etwas tragischer. Ich danke dir. Meine Herren, das Essen wird in ungefähr 40 Minuten serviert. Ihr kleiner Scherz war ein Bombenerfolg, Mrs. Richards. Scherz? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Machen Sie immer Geschäfte für Ihren Mann, ohne dass er etwas davon weiß? Ich frage mich, wieso Sie mir das Gelände am Strand verkauft haben. Wollten Sie mich beeindrucken, sich an ihm rächen oder was? Oh, Sie beeindrucken. Jetzt werden Sie nicht albern, Sie haben mich sowieso nie interessiert. Sekunde. Warten Sie mal, ja? Wir werden uns jetzt über Geschäftsethik unterhalten. Ich habe Ihnen nichts zu sagen, Mr. Hunt. Ach, wirklich? Dann darf ich also Ihren Mann einweihen. Sie machen hinter seinem Rücken Geschäfte und schmeißen seine eigenen Pläne über den Haufen. Na, hören Sie. Oh. Da stecken Sie weg. Sie sind hart im Nehmen, hm? Wofür halten Sie das hier, hm? Zurückkommst und so etwas von mir geheim hältst. Ich wollte es dir sagen. Ich hab's ja auch versucht. Du hast doch schon am ersten Tag abgelehnt, mich anzuhören. Weil ich wusste, wie du bist und weil du mich immer nur angelogen hast. Das musste ich. Ach ja? Wieso denn? Lügst du mich um der alten Zeiten willen an? Was in Teufels Namen wolltest du? Mit offenen Armen empfangen werden? Nein, aber ich hab dich auch nicht in Craigs Arm vermutet. Craig kannst du vergessen. Ich spreche davon, was zwischen dir und mir war. Was damals zwischen dir und mir war, hätte uns umbringen können. Aber statt mir die Situation aufrichtig zu erklären, rennst du vor dem Problem, das du selbst geschaffen hast, davon. Du wolltest mich schützen? Nein, ich glaube, du hast dich nur um dich gekümmert. Manche Dinge verändern sich nie.
Stimmt, eins hat sich nie geändert. Was ich in dem Brief geschrieben habe, war nichts als die Wahrheit. Ich bin einfach weggegangen, weil ich dich liebte. Ich habe auch nie aufgehört, dich zu lieben. Du hast mich nie geliebt. Sonst wäre es dir nicht so leicht gefallen, wegzugehen. Du brauchst bloß eine Entschuldigung, Robert. Und dass du mich beschützen wolltest, erkläre ich zum Spruch der Woche. Oh Gott, konntest du mir nicht einfach sagen, worum es geht? Das konnte ich nicht, weil es gefährlich war, und zwar für dich. Wenn es so gefährlich war, wie du sagst, hätte ich nicht davon erfahren müssen. Du kannst nicht auf eigene Faust entscheiden, wie andere Menschen zu leben haben. Selbst wenn es mir möglich gewesen wäre, dir die Wahrheit zu sagen und dir zu erklären, wie gefährdet du warst, wärst du mir nicht trotzdem gefolgt. Oh, bitte, nimm's mir nicht übel, aber ich glaube, das wäre meine Entscheidung gewesen. Nein, diese Entscheidung musste ich treffen, und das habe ich getan. Kelly, ich war verzweifelt. Ich wusste, wie weh ich dir tue. Aber auf die Art hattest du wenigstens jemanden, den du hassen konntest. Ich hatte nur eine Frau, die ich liebte, und musste glauben, dass ich sie nie besitzen kann. Aber das war doch gar nicht so. Ja, du hast recht. Es war deine Entscheidung. Sieh zu, wie du damit leben kannst. Das will ich nicht bestreiten. Und nehmen wir an, ich hätte dir die Wahrheit gesagt. Glaubst du, du hättest auf mich gehört und wärst mir nicht gefolgt? Hättest nicht versucht, mich zu finden? Uns wäre schon was eingefallen. Gott! Wir waren schon öfter in großer Gefahr. Ich meine, wenn wir beide uns tatsächlich so wahnsinnig geliebt hätten, dann wäre das irgendwie zu lösen gewesen. Du warst es, der uns nie eine Chance gegeben hat. Ich habe das getan, weil ich der Meinung war, dass ich das Richtige tue. Und du würdest es auch wieder tun. Du gibst nicht mal zu, dass es falsch war. Willst du eine Medaille? Oder willst du einen Kuss von einer Dame, die leidet? Aber diese Dame hat schon aufgehört, auf dich zu warten, nachdem du 5 Minuten verschwunden warst. Falls du also in der Absicht zurückgekommen bist, dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast, liegst du falsch. Es ist nichts übrig geblieben. Bist du sicher? Blake, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Da Mrs. Richards ganz offensichtlich nicht mit Ihnen reden will, geht es mich sehr wohl was an. Hören Sie, Mrs. Richards, wir haben eine Vereinbarung, klar? Ich bin dafür, Sie einzuhalten. Sonst müssten wir nochmal miteinander reden, wenn Ihr Leibwächter nicht dabei ist. Darauf können Sie lange warten, und falls Sie es wagen, sollten Sie zu belästigen, lernen Sie mich näher kennen. Mr. Hunt hört sich gerne reden, steckt aber leider nichts dahinter, nicht wahr, Craig? Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Entschuldigen Sie mich. Geht's dir gut? Ja, aber es wird mir noch viel besser gehen, wenn ich einen Drink hätte. Okidoki. Sagst du mir, was los war? Versuch, eine Burg zu bauen. Mir hilft das immer. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich lieber allein. Und wenn doch? Es ist mir ziemlich egal, was du zu sagen hast. Du hast recht, ich hab's vermasselt. Und dass du sauer auf mich bist, kann ich dir nicht verübeln. Oh, toll, danke. Ich wollte dich nur vor einem noch größeren Fehler bewahren. Oh Mann, heute meint wohl jeder, er müsste Kelly vor Fehlern bewahren, ha? Und welchen großen Fehler meinst du damit? Den Fehler deines Lebens, Robert mir vorzuziehen. Aber Amado will sich bestimmt nicht den ganzen Abend über seine Vergangenheit ausfragen lassen. Wollen wir wieder tanzen? Ja, eine gute Idee. Entschuldigen Sie uns einen Moment. Ja.
Du kannst ziemlich gemein sein, Augusta. Was, gemein? Das bestreite ich nachdrücklich. Ich bin eine freundliche und sanfte Frau. Ist es nicht so, dass du an jedem herummäkelst und etwas auszusetzen hast? Wieso gehst du auf mich los? Du wolltest wissen, wo er herkommt. Ich hätte sonst nicht nachgefragt. Und nun stammt er auch noch aus Tijuana, mein Gott. Vielleicht können wir den Schaden wenigstens begrenzen. Ich könnte noch Wein vertragen. Willst du mir nicht einschenken? Dein Drink. Willst du mir jetzt verraten, was zwischen dir und Craig Hunt vorgeht? Das ist eigentlich kaum der Rede wert. Er hatte geschäftliche Probleme mit meinem Mann und jetzt geht er auf mich los. Ich bin erleichtert darüber, dass du zur Stelle warst, um mich zu verteidigen. Ich weiß das zu schätzen. Keine Ursache. Ich frage mich allerdings, ob ich das auch verdiene, so wie ich dich behandelt habe. Ich beklag mich nicht. Ich wusste ja, in welcher Situation du warst, als ich etwas mit dir anfing. Du bist ein Realist, Mike. Finde ich stark. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn du mich nach Hause bringst. Kann ich machen. Das heißt nicht, dass du mich dort nur absetzen sollst. Was ist mit deinem Mann? Der ist mal wieder nicht da. Ich werde mich sehr unwohl fühlen. Besonders, wenn Tony dort ist. Also komm wenigstens mit rein. Okay. Gehen wir. Das ist eine Überraschung. Kann ich mir denken. Leisten Sie mir auf einen Drink Gesellschaft? Nein, ich habe mein Pensum für heute erfüllt. Ein anderes Mal vielleicht. Ach, kommen Sie, das wäre selbstverständlich ganz inoffiziell. So wie Sie auch nur das leiseste Gefühl bekommen, interviewt zu werden, stehen Sie auf und gehen. Gut, warum nicht? Okay. Entschuldigen Sie, aber Sie wirken ein bisschen bedrückt. Mir geht's gut. Ein paar Geschäfte, die ich plane, entwickeln sich leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Hoffentlich wird das bald wieder anders. Das hoffe ich auch. Sie sind wirklich ein Workaholic, nicht wahr? Eigentlich nicht. Ich liebe meinen Beruf, sonst würde ich ihn nicht ausüben. Die meisten Menschen, von denen ich weiß, dass sie unentwegt arbeiten wollen, etwas verdrängen oder jemanden vergessen. Entschuldigen Sie mich. Ach, kommen Sie, das habe ich Sie nicht beruflich gefragt, sondern rein freundschaftlich. Freundschaft? Dann will ich Ihnen auch als Freund antworten. Ich arbeite, weil ich gelernt habe, dass Geschäfte, unabhängig davon, wie kompliziert sie sich auch immer entwickeln mögen, immer noch viel einfacher zu handhaben sind als gewisse andere Aspekte des Lebens. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, falls Sie mich danach fragen wollten. Wieso meinst du eigentlich, du wärst so viel besser als Robert? Du hast mich doch genauso belogen wie er. Nur wollte er mich angeblich damit schützen. Du aber wolltest nur dich schützen. Das stimmt nicht. Das müsstest du besser wissen. Ich habe uns geschützt. Danke, dass du mich eingeweiht hast. Trotzdem sehe ich keinen Unterschied zwischen dir und anderen Männern. Als wir gestern anfingen, uns zu lieben, war alles perfekt. Und dann war Barbie da gegenwärtig und das hat genügt, um alles zu vermasseln. Deshalb habe ich dir den Brief vorenthalten. Ich will nicht verlieren, was wir haben. Du gibst immer vor, dass du in jeder Beziehung ehrlich wärst. Also wieso hast du mich nicht sofort informiert, dass dieser Brief vorhanden ist, damit ich sagen kann, was ich davon halte, bevor es zwischen uns weitergeht? Und was hättest du darauf gesagt? Ich hätte gesagt, dass Robert meine Vergangenheit war. Und dass du meine Gegenwart bist. Das hätte ich darauf erwidert. Du hast mir nicht vertraut. Und was zwischen uns war, darauf hast du auch nicht vertraut. Also hast du gelogen. Und ich sage dir, ich habe Lügen satt. Ich will kein Feigling und Egoismus ist mir ein Gräuel.
Alles, was ich wollte, war eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Nichts weiter. War das deiner Meinung nach zu viel verlangt? Nein, das war es nicht. Ich war immer ehrlich zu dir. Was meine Gefühle anbelangt und auch sonst. Das warst du nicht. Einem hast du was vorgemacht. Mir oder dir? Das ist nicht wahr. Ich war dir gegenüber immer aufrichtig. Ich habe heute alles bereinigt zwischen Robert und mir. Aber was du gemacht hast und was passiert ist, hat alles zwischen uns verändert. Und wenn es dir nichts ausmacht, dann wäre ich jetzt liebend gerne allein. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss da dringend etwas klären. Und für Sie, Mason, kein Wein? Nein, im Moment trinke ich keinen Alkohol. Wenn ich mich an unsere letzte Zusammenkunft erinnere, finde ich das begrüßenswert. Ja, dafür muss ich mich ganz bestimmt noch bei Ihnen entschuldigen. Das hat mich unter anderem bewogen, aufzuhören. Dieser Abend und ein paar, die ähnlich verlaufen sind. Wenn dem so ist, war er vielleicht wenigstens für etwas gut. Wie lange halten Sie das schon durch? Ich glaube, meine Alkoholprobleme sollten wir heute nicht besprechen. Ich weiß von überhaupt keiner Besprechung. Ich dachte, wir wären nur zu einem gemütlichen Dinner hier. Genau das. Und ich hoffe natürlich, dass es das auch werden wird. Aber mein Vater hat mich ersucht, Sie in Bezug auf den Status von Capwell Enterprises zu beruhigen. Und es würde mir sehr viel daran liegen, wenn wir die Einzelheiten besprechen können. Nein, ich spreche offen gestanden nicht gern über Geschäfte, wenn eine schöne Frau dabei ist. Wäre es Ihnen lieber, wenn ich gehen würde? Um Gottes Willen. Ich würde es vorziehen, Geschäftliches beiseite zu lassen und alles zu besprechen, wenn es weniger gemütlich ist. Ganz Ihrer Meinung, Clarence. Sagen Sie bitte, Mrs. Caporell, wie gehen Sie eigentlich mit dieser Suspendierung um, der Sie unterliegen? Tja, wir haben die Zeit genutzt, um wichtige Dinge zu erledigen. Mason arbeitet mit seinem Vater an verschiedenen Projekten. Ja, und wir haben unserer Meinung nach sehr viel geschafft. Und da wir gerade beim Thema nach sind... Nach meinem Kenntnisstand ist noch einige da wohl ein Problem mit dem Strandgrundstück aufgetaucht. Nicht direkt ein Problem. Harland Richards will das gegebene Versprechen nicht halten. Wir müssen also weiter nichts tun, als ihn dazu zu bringen, wie besprochen, an uns zu verkaufen. Dad bat mich, Ihnen nochmal zu versichern, dass wir die Erfüllung des Vertrages auf jeden Fall durchsetzen werden. Soweit wir unterrichtet sind, hat Richards den Vertrag bereits unterzeichnet. Für Robert Barr. Nein. Unterschrieben hat Richards Frau. Sie ist im Besitz einer Vollmacht. Unsere Abmachung war mündlich, ist allerdings bereits vorher getroffen worden. Wir sind überzeugt davon, dass wir vor Gericht Recht bekommen werden. Es wird Ihnen nur leider nicht möglich sein, sich persönlich um die Durchführung zu kümmern, denn als Anwalt sind Sie ja suspendiert. Mr. Havens, eines möchte ich bitte klarstellen. Uns beiden wurde nicht die Lizenz entzogen. Wir sind suspendiert. Nur vorübergehend. Verzeihen Sie bitte, falls ich Sie beleidigt habe, aber ich muss ehrlich sein. Ich mag unter den gegebenen Umständen nicht gern über Geschäfte reden. Selbst wenn Sie zurzeit bei Capwell Enterprises der verantwortliche Mann sind. Wenn man bedenkt, was Sie vorzuweisen haben, verstehe ich nicht, dass Ihr Vater Ihnen auch nur irgendetwas überlässt. Es würde mich brennend interessieren, was Sie mit Ihrer Bemerkung sagen wollen, Mr. Havens. Ich glaube, sowohl für Clarence als auch für mich zu sprechen, wenn ich sage, dass Sie unseren Gefühlen nach nicht unbedingt die besten und lukrativsten Entscheidungen getroffen haben, wenn es um Krisenbewältigung ging. Sie waren auch nie fähig, sich an Regeln zu halten. Und dass die Anwaltschaft Sie suspendiert hatte, ist eine logische Schlussfolgerung all dessen. Das ist passiert, weil eine Reihe besonders unglücklicher Umstände zusammengetroffen sind. Und ich muss sagen, dass mich Ihre wiederholten Anspielungen auf diese Sache allmählich aufregen. Nun seien wir doch mal nicht so empfindlich. Aber wenn es Ihnen lieber wäre, dieses Thema zu vermeiden, dann belassen wir es dabei.
Vielleicht ganz nebenher noch der Hinweis auf die Zeit, als Sie das letzte Mal für CC eingesprungen sind. Da wurde es reichlich eng. Und mehrere von uns werden ziemlich nervös bei dem Gedanken, dass so etwas nochmal passieren könnte. Mason ist in jedem Fall der Erste, der seine Fehler einsieht. Im Laufe der Jahre waren es einige, aber das muss ja nicht so weitergehen, denn aus Fehlern lernt man bekanntlich. Na, habe ich recht? Ja, natürlich, vollkommen. Gentlemen, früher habe ich mich gegen die Meinung anderer grundsätzlich gesträubt. Ich gebe zu, dass ich damals glaubte, alles besser zu wissen. Inzwischen weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Aber meinen guten Instinkt lasse ich mir nicht absprechen. Des Weiteren bin ich dabei zu lernen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, anstatt gegen sie. Meine Herren, es gibt kaum jemanden, der mehr über dieses Geschäft weiß als Sie beide. Wenn Sie bereit sind, mir nur eine kleine Chance zu geben, werden Sie wahrscheinlich mehr als überrascht sein, auf welchem Level ich arbeiten kann. Ich gebe ehrlich zu, dass ich Ihre Unterstützung brauche. Und ich geniere mich keinesfalls, Sie darum zu bitten. Ihnen als Hauptaktionäre muss die Tatsache bewusst sein, dass eine starke, positive Hand am Ruder nicht nur notwendig, sondern absolut unerlässlich ist. Und genau das kann ich Ihnen geben. Das und eine Menge frischer Ideen, die helfen, die Gesellschaft weiter wachsen zu lassen. Das kann ich Ihnen fest versprechen. Alles okay? Ja, es ist hier drin nur so heiß. Wir können uns auch gern wieder setzen. Nein, ich hätte eine bessere Idee. Was hältst du davon, runter zum Strand zu gehen und durch den Sand zu laufen? Das wäre herrlich. Ich sag bloß meinen Eltern Bescheid, dann gehen wir. Amado und ich wollen jetzt gehen. Vielen Dank, es war wirklich ein wundervoller Abend. Gehst du nicht mit uns nach Hause? Ich glaube, genau das wollte sie uns sagen. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Daddy. Nacht, Mutter. Ah. Komm nicht zu spät. Wiedersehen. Lässt du sie jemals erwachsen werden? Du bist seit deiner Wiedergeburt ein sehr nachgiebiger Vater geworden. Du weißt doch, wie das ist, wenn man jung und frisch verliebt ist. Erinnerst du dich nicht? Du glaubst nicht etwa, sie ist verliebt in ihn. Warum nicht? Das warst du damals auch. Pausenlos. Mag sein, ich erinnere mich dunkel, aber das lässt auch Unliebsames aus der Vergangenheit wieder lebendig werden. Deine Affären. Meine Affären? Deine Affären und meine Eifersucht und der Krach, den wir wegen Sophia hatten. Ja. Weißt du, sowas hält eine Ehe vielleicht am Leben. Ich hoffe, wir haben beide etwas daraus gelernt. Damit wir sowas in Zukunft besser vermeiden. In welcher Zukunft? Verlass dich darauf, dass wir nicht mehr lange wie die Fürsten leben werden, wenn sich in dieser Kunstsache nicht bald etwas bewegt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Was macht dich so optimistisch? Was mich optimistisch macht? Mhm. Die Lockridges haben den sechsten Sinn. Mhm. Die Sache klappt. Ich hab dich schon gesucht. Heute ist dein Glückstag. Was gibt's? Unser Plan hat sich geändert. Lass dir von Mrs. Richards das Geld wiedergeben. Das Geschäft ist geplatzt. Wieso? Was meinst du? Es gibt kein ernsthaftes Problem. Sie wird das regeln. Ich habe sie gerade gesprochen. Dann rede gleich nochmal mit ihr. Tut mir leid, Robert. Gerade bin ich angepiept worden. Ich muss weg. Wollen wir uns verabreden? In Ihrem Fall ist das, glaube ich, nicht nötig, Miss London. Ich fände es schön, wenn wir uns bald wieder treffen können. Mr. Hunt? Miss London? Wir haben jetzt ein neues Problem. Es gibt eine Umweltschutzgruppe und die will verhindern, dass der Strandbereich bebaut wird. Sehr einflussreiche Leute, da passe ich lieber. Meinetwegen kann CC das Land haben, wenn er unbedingt will und den ganzen Ärger dazu. Und was wird nun aus unserer Partnerschaft, hm? Ich wüsste nicht, warum wir sie noch fortsetzen sollten, du? War für den Bau eines großen Erholungszentrums in Santa Barbara. Die Sache ist augenblicklich noch nicht spruchreif, aber... Wenn es soweit ist, wäre mir Ihre Meinung zu dem Projekt sehr wichtig. Dann müssen Sie uns nur anrufen. Oh, es ist schon nach 10. Wir sollten uns verabschieden. Sie müssen uns nicht so schnell verlassen. Doch, wir müssen morgen den ersten Flieger erreichen. Das hier hat sich doch zu einem sehr interessanten Abend entwickelt. Ihre Ideen gefallen mir und Ihr Enthusiasmus imponiert mir. Vielleicht ist es das, was wir bisher vermisst haben. Ich war eingangs etwas hart zu Ihnen. Tut mir leid, Mason.
Ich musste mich erst vergewissern. Mein erster Eindruck war offenbar falsch. Für mich zählt, dass wir jetzt Freunde sind. Das ist doch die Hauptsache. Und wir bleiben auch gute Freunde, solange unsere Dividende in jedem Quartal pünktlich eingeht. Es war mir ein Vergnügen, Julia. Ja, allerdings. Ich hoffe, Sie künftig öfter bei uns begrüßen zu können. Nächstes Mal bringen wir unsere Frauen mit, damit sie sich nicht den ganzen Abend mit zwei alten Knochen herumschlagen müssen. Nein, es war reizend. Finden wir auch. Ich begleite Sie zur Danke. Tür. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, wie haben wir beide das mal wieder geschaukelt? Die haben dir aus der Hand gefressen. Ja, ich schätze, das habe ich gut hingekriegt. Hm? Hast du irgendwas? Nein, wieso denn? Als wir nach dem Dinner aufgestanden sind, hast du irgendwie anders geguckt. Du hattest plötzlich etwas Ungewöhnliches im Blick. Das war höchstens Bewunderung. Ich war verdammt stolz auf dich. Du hast es wirklich fabelhaft hingekriegt. Das wäre mir ohne dich nicht gelungen. Anfangs habe ich mich ziemlich gequält, bis du dich eingemischt hast, um mich zu retten. Hoffentlich bin ich immer da, wenn du mich dringend brauchst. Weißt du was? Augenblicklich sind wir ganz allein in diesem Haus. Wir könnten so ziemlich alles tun, worauf wir Lust haben. Aufhören, das ist so ein herrliches Gefühl. Ich höre nicht auf. Ich liebe es, dich in Erregung zu bringen. Gerade noch war dir das ziemlich egal. Das gehört bereits der Geschichte an. Und was hast du inzwischen gemacht? Nachgedacht. Ich denke unentwegt nach. Das mit Kelly Capwell und Mr. Barr ist inzwischen zum Glück aus. Komplikationen wie sie stören nur. Ja, sie war eine Komplikation. Ich bin glücklich, dass ich nichts damit zu tun hatte. Es genügt mir völlig, wie du mein Leben verkomplizierst. Bedrückt dich irgendetwas? Nicht wirklich. Ach nein. Das war ja auch wieder so eine Antwort. Ich musste nur über dich nachdenken. Ich hatte befürchtet, der Abend würde eine Katastrophe und es wurde keine. Du hast es wirklich ganz fabelhaft gemacht. Trotzdem wirkst du unzufrieden. Nein, gar nicht. Ich bin zufrieden. Für die Sache engagiert und man hatte das Gefühl, es macht dir Spaß. Was ist schlimm daran? Wenn ich schon gezwungen bin, was zu tun, mache ich es doch lieber gern. Glaubst du vielleicht, ich würde mich da wieder in etwas hineinziehen lassen? Ist es das? Kann ich nicht sagen. Julia. Dieser Abend versprach, sehr kompliziert zu werden, aber ich habe es geschafft, das hinzubiegen. Ich habe weder die Beherrschung verloren, noch habe ich getrunken. Ich habe nur das getan, was man von mir erwartet. Warum bist du nicht stolz auf mich, anstatt dich zu sorgen? Das bin ich, sogar sehr. Du kannst mir glauben, dass ich stolz auf dich bin. Vielleicht habe ich... bloß ein wenig Angst, dass dir das alles so sehr gefallen könnte, dass ich dich darüber verliere. Ich weiß, das ist hoffnungslos egoistisch von mir. Hoffnungslos. Versprichst du mir etwas? Ja, alles. Du fängst nicht an, Golf zu spielen.
Darauf gebe ich dir mein Ehrenwort. Als ein Käpfer und als ein meisterhafter Pianist. Ich glaube, am Ende der Woche starten wir einen Probelauf. Was? Offensichtlich bist du anderer Ansicht. Hm. Wir sollten nichts überstürzen, das können wir uns nicht leisten. Selbst der winzigste Fehler wäre fatal. Wir bekommen sicher nicht noch eine Chance. Aber wir werden uns keinen Fehler leisten. Diesbezüglich vertraue ich mir vollkommen. Es stört mich nicht einmal, dass ich, was das betrifft, ganz allein dastehe. Ich glaube, du lässt deinen Sinn für Geschäfte von Gefühlen beeinflussen, Bobby. Das war früher anders. Was soll das heißen? Willst du trotzdem weitermachen? Wieso? Weil ich klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben ziehe. Und der einzige Grund, dieses Geschäft mit dir zu machen, war Geld. Das hat sich nicht geändert. Und du glaubst, dass du für Geschäfte jetzt in der richtigen Stimmung wirst, ja? Ich will reich werden, verstehst du? In dieser Stimmung bin ich. Ich wüsste nicht, wann ich dir das versprochen hätte, Craig. Ich brauche keine Versprechungen. Gib mir nur die Möglichkeit. Ich gebe dir jede Möglichkeit, bis auf eine. Lass mich hier an. Ich will Kelly. Und ich tue alles, um sie zu kriegen. Und ich werde nicht zulassen, dass jemand versucht, mich daran zu hindern. Wenn du reich werden willst, hast du meinen Segen. Aber was die Zeit nach Geschäftsschluss angeht, dann... Ist jeder von uns auf sich selbst gestellt, ja? Genau das wollte ich sagen. Hallo? Ist jemand da? Ich bin von deiner Schwester besessen. Das hat einen Teil von mir zerstört. Ich bin nur noch mit halbem Herzen bei dir. Mehr wirst du niemals von mir erwarten können. Sie da, als wir miteinander geschlafen haben? Sie war immer da. Also hat Robert diesen Brief an Cruz und Eden geschrieben, damit sie das, was er dir gesagt hat, nicht glauben. Nämlich, dass er Eden immer noch lieben wird. Das war gelogen, aber er war der Meinung, du solltest es annehmen. In Wahrheit bist du es, die er geliebt hat. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.